der Eisbären. Das passiert diese Saison leider viel zu oft. Guter Aufbaupass, Dresden kommt, Chance, Jogen. Aber Laurikainen macht das kurze Eck gut zu. Ja, aber dann sieht man, da ist er noch nicht ganz auf der Höhe. Abschluss, geblockt. Guter Move. Bringt die Scheibe einfach zum Tor. Nachwuchsspieler aus der DNL, der jetzt fest im Kader der Eisbären mit dabei ist. Abschluss Demetz. Guter Pass auf Grimm. Querpass, Abschluss. Stark gehalten mit dem Schoner von Schwendener. Schauen wir uns die Chance nochmal an. Bisschen höher, wenn er ansetzt. Scheibe zum Tor, Schwendener, guter Save. Jogen, guter Wechsel, stark in die Mitte, Dresdner und der Treffer! Der 92, Tomasz Andres. Und Porsberger müsste das gewesen sein. Gehen die Dresdner Eislöwen hier mit 1:0 in Führung. Gajowski kommt da nicht mehr hinterher. Und es steht 1:0 für die Gäste. Suvantula an der Blauen bekommt die Scheibe, Querpass Turnbull. Der schließt ab an den Pfosten. Riesenglück für die Eisbären. Laurikainen hat den Nachschuss und Scheibe rutscht raus. Schwendener macht das Spiel schnell. Suvantula. Wieder über Turnbull. Das Anspielerwetzung genau, Ontl im Gegenzug mit Grimm. Abschluss genau an die Maske von Schwendener. Scheibe läuft gut bei Dresden, Abschluss. Da er auf Krücken unterwegs ist, ist der Weg ein bisschen beschwerlich. Guter Move von Gajowski. Abschluss von Preto und gehalten. Gut von Gajowski. Preto setzt sich gut durch. Hier Preto versucht den Bauerntrick. Scheibe liegt da im Slot. Stark von Turnbull, Laurikainen zur Stelle beim Schuss von Mitch Wall. Antl. Dresden kann die Scheibe nicht rausbringen, jetzt schaffen sie es. Gegenzug Andres in der Mitte, ein Spieler mitgelaufen, bekommt die Scheibe, aber Laurikainen zur Stelle. Viel Platz jetzt für Fox und im Nachfassen im zweiten Abschluss. Ist die Scheibe drin? Wie kann der da so Mutterseelen alleine stehen? Der Dresdner, wir sehen es hier, zwei Verteidiger, bis ein Verteidiger, ein Stürmer an der Blauen, aber Dan Fox komplett alleine. Regensburg wechselt da gerade, ersten Halter noch, klasse, Laurikainen, aber dann im Nachschuss. Macht er das 2:0 für Dresden. Aus dem eigenen Drittel hier wieder der nächste Scheibenverlust. Gut mit der Backhand in den Slot. Chance Dresden, aber Regensburg macht das zweimal gut. Nächster Abschluss. Schoss, Jogen! Scheitert an Laurikainen. Dresden der Aufsprung. Jogen verzögert. Kaison, Jogen.
Und der Treffer. So einfach geht's. Pass durch den Slot. Schauen wir nochmal drauf. Jogen sieht den Freimann. Drei Regensburger Spieler hoch, einer nur im Slot. Schießt da den Regensburger Schlussmann an. Und dann Porsberger, glaube ich, war es. Da sehen wir es sehr gut. Pass kommt. Ja, auch Pech dabei. Geht an den Stock und dann den Schoner von Eto Laurikainen. Und dann geht die Scheibe. Genau. Ein Regensburger ohne Stock. Und wieder ist es Laurikainen. Momentan spielt nur noch Dresden. Kajowski versucht und was für ein Save vom Schlussmann. Wir sehen es gleich nochmal. Kajowski bekommt dann mit Glück die Scheibe. Abschluss, zweimal gehalten, Scheibe geht raus und die ist drin. Torschütze, der Mann mit der 21, Mrazek, mit dem 4:0 für Dresden. Dieser Treffer wird als Unterzahltreffer natürlich gewertet. Das erste Mal stark gespielt von Regensburg, aber auch da kein Glück. Und die Zeit ist um. Herzlichen Glückwunsch an Dresden.